Da wären wir wieder. Wir, ich sag schon wieder wir. Ich. Ob wir, wird sich zeigen. Ja, ich bin heute früh dran, erfreulicherweise. Aus Gründen. Es ist ja auch Sonntag, nächsten Tag. Arbeitstag, Werktag, Schultag, also ne, Anrhythmus. Nicht wundern, ich habe hier einen Schönheitsfleck. Man kann auch noch mit 50 plus Pickeln bekommen. Das ist nie vorbei, jedenfalls bei mir nicht. Ja, aber wir wollen jetzt bauen. Wie? Jetzt habe ich schon wieder Bier. Also, Teil 5, Bauabschnitt 6. Also Tüte 6, nennen wir es, wie wir es wollen. Das haben wir gestern gemacht. Den berühmten dunkelroten Achsstopper auf die Achse gesetzt. Dann haben wir den Test gemacht, ob das Ganze auch, das war der Fahrtest. Vor allen Dingen der drehen sich Vorderachse, Hinterachse in die gleiche Richtung Test, weil Differential und so, hatte ich ja jetzt schon mehrfach erklärt. Höhenverstellungstest können wir noch nicht machen. Ich hatte ja nicht dran gedacht, dass hier diese Dinger sich noch zur Seite biegen lassen, was halt noch alle möglichen fiesen Nebeneffekte mit sich bringt. Das heißt, die Kalibrierung sozusagen kann ich erst machen, wenn hier irgendwas durchgesteckt wird. Vorher brauche ich da noch gar nichts machen. Gut, aber was wir jetzt offensichtlich bauen, ist den Mitteltunnel. Der Mitteltunnel, der hier ein Zahnrad hat, was... Oh, Namen-CT. Hier ist ein Zahnrad abgebildet, können wir gleich vergessen, weil wir haben ja Motor. Das wäre das Zahnrad für die Höheneinstellung, tippe ich mal ganz stark. Aber wir haben hier den Hebel für die Allrad-Zuschaltung. Also den werden wir auch haben. Das heißt, wir müssen hier wieder höllisch aufpassen. Manual-Version, RC-Version. Höllisch aufpassen mit den Teilen, weil wenn am Ende Teile übrig sind, heißt es entweder, ich habe vergessen, sie einzubauen. Oder es heißt, sie sind überwiegend der manuellen Version. Und das ist immer ein bisschen heikel, weil man das nicht 100% weiß. Ich fange jetzt einfach mal an. Wir sind hier 248. Wir paneln jetzt erstmal. Ne, Moment. Hier rum muss ich den halten. So. Wir paneln hier erstmal ein bisschen rum. Okay, dann bauen wir den nächsten an. Und der kriegt auch wieder zwei. Oh, Armin auch da. Hallo, hier ist er. Sonntagabend. Zum Wochenabschluss. Ein Teestück. Die Schale mit den schwarzen Pins wird auch langsam leerer. Oh, Easter Hack ist schon ausverkauft. Oder machen die auch mehrere Verkaufsschübe? Ich. So. Okay. Das scheint auch noch alles hier. Ne, Moment. Was ist jetzt alles? Das hier ist doch schon... Das brauche ich doch nicht. Jetzt ist wieder die Frage. Wo beginnt die... Da ist, glaube ich... Ich glaube, das ist hier alles manuelle Version. Ach, guck mal. Ach, guck mal, ich hätte das auch, das sozusagen das Namen Shelter. Das hätte ich alles überspringen können. Hier geht es eigentlich erst richtig los. Nun ist wenig überraschend der Anfang genauso. Aber wir sind hier im wörtlichen Sinne, wir sind im grünen Bereich. Grün hinterlegt ist ja die RC-Version. Und da ist auch nirgendwas von Zahnrädern zu sehen. Hier sind zwar wieder Zahnräder, aber die haben, glaube ich, eine andere Bewandtnis. Na gut, wir bauen jetzt erstmal. Also ich habe das, ich habe jenes, ich muss jetzt das bauen. Ich muss mich jetzt erstmal wieder ein bisschen zurechtfinden, weil ich habe ja gestern zum Abschluss des gestrigen Streams, weil ich noch ein bisschen ja, Lust hatte zu streamen, auch wenn ich wusste, ich habe keine Zeit mehr zu bauen, habe ich die Tüten noch vom nächsten Bauabschnitt sortiert. Das ist natürlich in einer Hinsicht dumm, weil ich dann natürlich am nächsten Abend erstmal wieder mich erinnern muss, wo habe ich denn das hingetan? So. Was ist denn da los? Wilde Hektik wegen Easter Hektik. So, einen leer lassen. Und die ganze Schose. Ah ja. Das leuchtet.
Gut, jetzt haben wir den. Oh, jetzt kommt ein dunkelroter Liftarm. Ne? Haben die sich nicht lumpen lassen, haben uns dunkelrote Lift, oder jedenfalls einen bis jetzt. Und die Panels sind ja auch dunkelrot, wie man sieht. Ach nee, nicht. Vorletzten. Und hier kommen Noppen drauf. Da kommen bestimmt nachher, ich habe nämlich auch dunkelrote Fliesen. Da kommen garantiert Fliesen oben drauf. Und der kommt. Da und da. Gut, und jetzt machen wir hier was Zahnradmäßiges. Das irritiert mich jetzt ein bisschen. Ich sollte vielleicht mal das Ding hier einfach zur Seite packen, weil ich brauche es ja offensichtlich nicht. Ich habe hier... Ja, das ist eine gute Ablagefläche. Seht ihr? Hier ist noch grün vom Adventskranz. Naja, gut. Kann ich das jetzt hier... Gut, da das jetzt ein etwas komplexerer Abschnitt ist, werden erstmal hier ordentlich Teile hingelegt. Guck mal, davon habe ich sehr viele. Obwohl, es kann natürlich sein, dass die eigentlich für den anderen, also für die manuelle Version gebraucht werden. Also, egal. Zwei Hülsen. Zwei Hülsen. Zwei Hülsen. Eine Dreierachse. Eine Elferachse. Gucken, ja. Elferachse. Ein Connector, zwei schwarze Pins und das sollte es gewesen sein. Gut. Wie gesagt, ich bin ein bisschen irritiert, was ich hier jetzt baue, weil wieso geht da noch eine Achse quer? Egal, wir machen jetzt erstmal wie befohlen. Die kommen da drauf. Und der soll dahin. Und die Achse soll da durch. Hallo, Achse. Ach so, aber wie weit? Ich vermute eine Liftarmstärke weit. Ist das eine Liftarmstärke? Oh, das war zu weit. Gut. Wir haben ja eine gedruckte Anleitung. Wir können das ja sogar dahin legen und vergleichen. So, und diese ganze Konstruktion soll jetzt dadurch. Ah, ich erinnere mich dunkel. Ich hatte beim Angucken der Anleitung gestern nochmal gesehen, dass ja auch irgendwie, werden ja auch die Türen irgendwie so automatisch. Das könnte hier die Türgeschichte sein. Ja gut, wir werden es gewahr. Gut, jetzt bauen wir offensichtlich ungefähr das gleiche nochmal. Jetzt bin ich ein bisschen 255. 1, 2. 256. 1, 2. 257 ist auch das gleiche wie auf der anderen Seite. Jetzt aber hier an dem Ende logischerweise. Ach, und jetzt kommt unser... Ah, da gehört der dunkelrote. Klar. Da gehört natürlich der dunkelrote drauf. Und Pin mit. Und der hält sich da fest. Also das wird unser Umschalter. Ja, wenig überraschend. Bauen wir jetzt die beiden Hälften zusammen. Oh, oh. Nicht weg. Du sollst nicht wegklappen.
dann zusammendrücken. So, die Achse hier. Ah ja, guckt hier raus. Alles klar. So, wir sind bei 260. Der kommt dahin, aber so. Fünfer Liftarm. Das kann jetzt mal ein bisschen nach da rutschen. Dreier Achse, Fünfer Liftarm. Ach, guck mal, das sollte in die Richtung sein. Okay. Ja, das Zahnrad ist an der richtigen Seite, falls das von Bedeutung sein sollte. Und dann kommt hier die Achse. Und dann dreht sich das. Ach, Kardangelenke, Kardangelenke. Ich mach mal prophylaktisch den Moment, wo ist mein Mauszeiger? Ich mach mal prophylaktisch den Audiotest, obwohl ihr mir bestimmt gesagt hättet, wenn mein Ton nicht da wäre, aber man weiß ja nie. Vielleicht guckt ihr ja nur und hört gar nicht. So, dieses Kardangeeiere kommt dahin. So, das ist einmal ein Blick von unten. Jo, sieht gut aus. Blick von oben. Na, guck mal, und jetzt brauche ich das schon wieder. Aber richtig rum, nämlich so rum. Das wird jetzt ein Spaß. Ich überlege gerade, wie ich den hier einstellen sollte. Vielleicht, ja, in die neutrale Position wäre wahrscheinlich das Beste. Und der soll... Ach du, grüne Neune. Ja, stimmt, das ist ja der Servo hier. Nee, Moment, der Servo ist da. Das ist der... Nee, halt, stopp. Nee, der Motor ist das, der Motor ist das und der Motor geht hier rein und der Motor geht auch auf diese Achse. Gut, jetzt muss ich nur 30 Pins... die ich gar nicht richtig, wo ich die passenden Pinholes nicht sehe. Und ich habe keine Ahnung. Moment. Stoi. Ich muss mal kurz blättern. Weil ich habe hier das Kabel. Und ich habe keine Ahnung, wo das Kabel nachher hin soll. Ich muss mal gucken. Ich brauche mal... Das wird leider meistens erst in der Anleitung gezeigt, wenn der Akku... Ja, Leute, wann wollt ihr denn mal den Akkublock einsetzen? Also ich vermute mal, zu diesem Zeitpunkt sollte der Akkublock eigentlich schon eingesetzt sein. Ich muss wissen, wo ich dieses fucking Kabel lenke. Obwohl, da wo es im Moment... Ich weiß halt nicht, muss das Kabel nach da oder nach da? Ich sehe im Moment eigentlich nirgendwo Platz. Ah, vielleicht mal ganz hinten gucken. Die müssten mir doch hier bei der RC-Version sagen, wo ich drücken muss, um die Hütte anzukriegen. So. Ja, witzig. Ihr erklärt die Fernbedienung, aber ihr müsst mir doch auch mal sagen, wo ich den Akkublock anschalte. RC-Version, Non-RC-Version. Und ich dachte, wir kommen heute schön weit mit dem Bauen. Aber ich muss wissen, wo... Der Akkublock. Und das Problem ist, sie zeigen... Ah, hier wird spannend. Nicht so richtig. Das ist nur ein Test. Das ist noch nicht der Einbau des Akkublocks.
Weil sie zeigen ja im gebauten Zustand in der Anleitung immer die Non-RC-Version. Das heißt, ich kann auch nicht einfach hinten gucken, weil. Da, 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 da. Ah. Hier, Moment, ich muss hier mal kurz pennen. So. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wenn ich das richtig sehe, hier ist der Motor. Der Akkublock kommt irgendwo hier hin. Dann wäre es eigentlich schlauer, warte mal, das ist, was steht hier drauf? B. B kommt hier einfach aus dem Nichts. Das ist interessant, Leute. Wenn ihr schlau gewesen wärt, hättet ihr mir gleich gesagt, packt das Kabel bitte auf diese Seite. Weil hier soll der Akkublock hin, das heißt, Namen, Kali. Eigentlich soll das Kabel hierhin, dahin. Und bei mir liegt es jetzt da. Jetzt ist die Frage: Hallo Kardangelenk. Kann ich in meiner typischen Tobischen Art das noch wieder hinkriegen? Doch gelacht. Das wäre doch gelacht. Das Kabel kommt bei diesem Motor hinten mittig raus. Deswegen ist es überhaupt kein Problem, das mal kurz umzuboxen. Und da Achsen zum Glück auch. Da das Ganze ja auch ein bisschen Spiel hat. Nein. So, zack, hätten wir das Kabel auf der richtigen Seite. Ja, bin dabei. So. Ne, hier. Da soll der Motor hin. Und die, das kommt halt hier irgendwie aus dem Nichts. Hier sind nachher diese Kabel. Klar, die Kabel sollen irgendwie, die fliegen hier irgendwo an der Bremsscheibe vorbei. Gut, die muss ich irgendwie. Sollte ich vielleicht auch schon mal machen, bevor ich, wo ich jetzt gerade hier so schön die Abbildung habe. Also, der sollte da links. Da. Und hier und da durch. Da soll nämlich irgendwie auch noch eine Verlängerung, kommt da auch noch irgendwie ins Spiel. Seht ihr, glaube ich, nicht, weil das auch so blass ist. Da kommt nämlich C und D und C und D werden jeweils noch verlängert, weil die sind nicht lang genug, um selber bis zum Akkublock zu kommen, weshalb sie beide noch verlängert werden. Und dass die Verlängerungsaktion ist hier irgendwo. So, dieses Kabel, na, wäre auch schön gewesen, wenn ich es dahinter hätte verlegen können. Hätte. Zigarette. Müssen wir kurz gucken, ob ich das noch, was sich da nachträglich noch machen lässt. Ich weiß nur nicht genau, was hier, ich weiß auch nicht, was hier noch an Anbaumechanismen kommt. Nicht, dass ich mir ein Kabel hier hinlege und das kollidiert dann nachher mit irgendwas anderem. Schraubenzieher. Genau. Oder vielleicht kann das ja auch hier hin. Okay, auf jeden Fall gehst du bitte auch da unten. Gut, jetzt haben wir schon mal so ein bisschen Kabelmanagement erledigt. Ach so, wo wir gerade dabei sind, von den Motoren, von den großen Motoren, die Kabel müssen irgendwie. Hier ist ja die Auspuffanlage. Die hat sich ein bisschen verbogen durch irgendwas.
Da lässt er die Kabel auch einfach irgendwo. So. Und so. Okay, die finden dann auch ihren Weg zum Akkublock. Aber hier schlackern auch noch irgendwelche Sachen rum mit Pins dran. Gut, wisst ihr was? Wir drücken die jetzt mal einfach hier alle zusammen. Das ist ja das Schöne, die lassen sich ja alle so schön auf. Ach nee, das ist zu weit. Euch beiden drücken wir auch zusammen und damit ist erstmal Ruhe. Zurück zum Tunnel. Ich wollte gerade eigentlich hier 30 Pins gleichzeitig an ihr Ziel bringen. So, du bist da. Das macht einen guten Eindruck. Ah, hallo Tessie. Ja, es geht hier gerade um Kabelmanagement. Ich habe mal ein bisschen in der Anleitung, habe ich mal ein bisschen vorgeblättert, um mal herauszufinden, weil ich das nicht wusste, wo kommt hier überhaupt der Akkublock hin? Und wir haben herausgefunden, hier. Hier kommt der Akkublock hin, das heißt, alle Kabel, sowohl hier Motor, Heck, Motoren-Heckbereich, Motoren-Frontbereich, alles muss in diese Richtung. Ich hoffe, dass jetzt da alles. Kann ich das von unten sehen? Ich kann von unten sehen, wie der hin und her geht. Ja, alle Wege führen nach Rom. Gut, Allradumschaltung macht auch einen guten Eindruck. Wieder zurück. Panel haben gute Arbeit geleistet als Lesezeichen. So, die. Hallo. Haben wir. Okay, jetzt werden hier noch ein paar Pins reingedröselt. Ich kann ihn auch auf neutral 0 stellen. So, wo hättest du ihn jetzt gerne noch? Da ist die Achse. Und dahin hättest du gerne noch einen Pin. Gegenüber auch. Ja. Hallo? Ah. Neuner Achse Zahnrad. Neuner Achse. Kurzcheck. Neuner Achse und Zahnrad. Moment, jetzt habe ich gerade den Überblick verloren. Moment, wir sind ja wieder bei Grau. Okay, das gilt wahrscheinlich für beide Varianten. So, aber irgendwie soll ich jetzt hier, da. Ja. Wir sind wieder in der Abteilung. Wir müssen wieder ein Zahnrad an eine Stelle halten und eine Achse durchnudeln. Und zwar bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und das ist jetzt wieder der Punkt. Ach, das ist ja die Seite, die schon fest ist. Ach ne, hier ist noch gar nichts fest. Gut. Du musst da in den Konnektor. Er will auch in den Konnektor rein. Das ist auch gut. Und mit ein bisschen Nachdruck. So, die werden jetzt bestimmt gleich irgendwie verknotet. Mir ist immer noch nicht klar. Dieses Zahnrad. Wieso dreht sich. Naja. Wer weiß, was da noch alles hinkommt. Gut, wir sollen jetzt diese Achse, die ganze Zeit hier so raus, ja klar, habe ich schon erwartet, die soll jetzt einigermaßen mittig. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann dreht sich diese Achse, wenn wir die Höhenverstellung betätigen. Das heißt, wenn wir das Fahrzeug höhenverstellen, dreht sich diese Achse und ich glaube, dann öffnen sich die Flügeltüren. Aber ich weiß es nicht genau. Gut, wir haben die Achse durchgeschoben. Dieses Zahnrad haben wir nicht, weil, wie gesagt, manuelle Version, da wir hier durchdrehen die Höhenverstellung. Okay. Wir bauen jetzt wieder etwas zweimal. Und
mein Schreibtisch ist zu klein. Gut, wir brauchen. Jetzt kommt wieder Disziplin bei der Teile Zurechtlegung. 2 davon. 2 schwarze Pins habe ich schon. 2 kleine Achsstopper. Ups. Ein großer, noch ein großer Achsstopper. 2, nee, richtige Farbe, falsche Form. Und 2 mit Achsen dran. Genau. In diese Achsdinger kommen Pins. Okay. Davon bauen wir 2 Stück. Ich sollte nicht hinter meiner Birne bauen. Ich sollte hier bauen. Am besten vor weißem Hintergrund, dann sieht man am meisten. So. Okay. Das soll jetzt jeweils links und rechts mit dem Konuszahnrad zum Kanal hin. Okay. Kabel geht mir hier aus dem Weg. So, eigentlich müssten da. Moment. Achso, haha. Ich muss ja auch die entsprechenden Elemente da drauf packen, während ich das drauf schiebe. Also, das Zahnrad 1. Zu weit. Dann soll der große Achsstopper kommen. Achso, hey. Okay, dann den können wir so bauen, dass wir erst alles hier auf die Achse. Das ist ein Fummelkram vor dem Herrn. So, geh. So, und jetzt drehe ich das doch mal um, damit ich die. Irgendwo bin ich falsch davor. Oh, bin ich bescheuert. Ich bin davon ausgegangen. So doof kann auch nur ich sein. Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass die Pins in Richtung schon gebauten sollen. Das ist aber Quatsch. Die Pins sollen nach außen zeigen. Ich bin einfach davon ausgegangen, ja, da werden schon irgendwelche Pinholes sein, wo sich das festhalten soll. Nee, Blödsinn. An den Pins wird sich später irgendwas anderes festhalten. Was auch immer. So. Tja, wie war das mit den Profis? Einmals oder mehrmals? Und Achsstopper. Ich weiß schon, warum ich das vorhin andersrum gemacht habe, weil ich einfach nicht mit rechts, mit links diese Kraft und Kontrolle habe. So. Ja. Genau, und die Pins sollen nach außen zeigen. Das mit den Kabeln hier macht mich aber auch ein bisschen. Ich glaube, ich schmeiße hier gerade die ganzen Teile runter. Ich muss noch mal kurz vorblättern, weil als ich vorhin geguckt habe, da ich baue jetzt gerade da in der Ecke. Ach, hier außen. Warte mal, hier ist der Rahmen. Ach, da kommt noch ein Rahmen dran. Okay. My mistake. Weil ich dachte gerade, es kommt sich hier ja alles in die Quere. Aber hier an dieses hier, da wird nochmal ein Rahmen angebaut und da sollen die Kabel hinlaufen. Ist also vielleicht nicht so gut, dass ich sie hab dahin bewegt, wo ich sie jetzt hab. Weil
Es könnte nachher auf jeden Zentimeter, Millimeter, Nanometer Kabel ankommen. Also werde ich sie vielleicht jetzt doch erstmal hier so ein bisschen. Da habe ich mich irritieren lassen. Also hier kommt noch ein Rahmen hin. Und an dem Rahmen, der hier hinkommt, da werden sie befestigt. Also sollte ich sie noch nicht, nicht, ja, ich wiederhole nicht. Gut, jetzt können wir hier wieder weitermachen. So, von der anderen Seite die gleiche Geschichte. Ich frage mich, wie machen das Leute mit großen Händen? So. Du sollst noch ein bisschen nach da, du noch ein bisschen nach da. Die Achse könnte noch ein Müh weiter nach. Das ist hier wirklich ein bisschen auf Kante genäht. So. So gefällt mir das. Und ja, jetzt 5er Achsen. Zwei Stück. Schwarze Zahnräder. Vier Stück. Große Achsstopper, zwei Stück. Schon wieder Achsstopper. Krise, Krise. So, und jetzt soll von unten nach oben. Ich hatte das schon mal gesagt, dass die Achsen und die Zahnräder, die kommen aus zwei verschiedenen Werken, habe ich das Gefühl, die sich nicht über die Toleranzen einigen konnten. Und ich habe den Spaß. So. Das machen wir jetzt gleich nochmal. Hallo, ich sag ja, die sind so widerspenstig, die Zahnräder und die Achsen. So, und jetzt soll ich den von unten. Ach du. Super. Man sollte sich das vorher ordentlich. Gut, ich muss sagen, ich war ja eigentlich immer ein Fan von dieser Variante in der Anleitung. Es ist verblasst, aber ich muss sagen, so langsam schwindet meine Begeisterung, weil ich finde, das ist doch manchmal ein bisschen schwer. Warte mal, kann ich das so? So, weil jetzt muss. Also ich muss durch diesen Liftarm, das ist einer von diesen speziellen Liftarmen, die so immer abwechselnd im 90-Grad-Winkel immer abwechselnd mal so ihre Pinholes haben. Sonst könnte ich das hier ja auch gar nicht machen. Dann soll jetzt hier zwischen ganz flach atmen. Ihr seht, es kommt wieder mein Schraubenzieher, mein Schraubenzieher Achsstopper-Trick zum Einsatz. Das ist immer ein ganz schlechtes Zeichen. Das heißt, dass ein Achsstopper an eine Stelle muss, wo man mit bloßen Händen gar nicht rankommt. Und zur Krönung des Ganzen muss jetzt hier noch ein Zahnrad hin, wo man mit bloßen Händen kaum rankommt. Und jetzt muss die Achse hier aber auch noch.
Also ich muss mal die andere Achse daneben halten. Nee, die Achse muss verschwinden. Wenn die komplett, brauche echt mal irgendwas. Ah, genau, zum irgendwas, so ein Axtdrückwerkzeug. Ich muss mir mal irgendwas 3D drucken. Ich muss mir irgendwas drucken, mit dem man Achsen ordentlich Schub geben kann. Weil das immer wieder, gerade wenn das so wie hier ist, immer wieder ein Akt ist, Achsen zu schieben. So, was hat mir gesagt? Zuerst das Zahnrad. Da kann ich das hier oben noch zur Seite klappen. Ich weiß, man sieht nicht viel, weil meine Hände immer davor sind. Ich bräuchte eigentlich hier so ein Spann. Wie heißt denn das? Spann. Irgendwas, was mir das Set hier mal senkrecht hält. Spannblock, Vor allen Dingen möchte ich das nicht so gerne auf die Bremsscheiben stellen. Glücklicherweise habe ich ja diese komischen Klammern schon abgebaut, weil das wäre ja jetzt völlig fatal. Wenn ich das so rummache, dann muss ich wieder mit links drücken, gegen die Achse drücken. Das wird. Ich schränke mich nicht auf. Ich bin die Ruhe selbst. Okay. Warum der Konstrukteur meint, es wäre schlau, diese Sache, die nur an ein paar Noppen hält, schon so früh an ein Set anzubauen, ist mir auch ein Rätsel, wird später angebaut. Genau wie die Dinger, von denen ich eigentlich gerade. Wie gesagt, die Achsen wollen auf Gedeih und Verderb nicht durch die Zahnräder durchgehen. So, gehst du jetzt bitte. Jetzt musst du bitte dahin. Danke. Jetzt kann die Achse wieder ein Stück weiter. Danke. Und jetzt hätte ich gerne das schwarze Zahnrad. Mit bloßen Fingern konnte ich die Achse reindrücken. Was ist denn hier los? Nur für den letzten Rest brauchen wir ein bisschen Unterstützung. Ich wollte noch mal daran erinnern, dass diese kleinen filigranen Krallen eigentlich die ganze Zeit hier an den Bremsscheiben oder an den Bars neben den Bremsscheiben sich festhalten sollten, um irgendwann mal die Bremssättel festzuhalten. Das habe ich ja schon vor Stunden abgebaut, weil ich gesagt habe, die spinnen wohl. Ich muss hier mit diesem Oschi rumhantieren, dann fliegen mir dauernd diese Sachen ab. Gut, das da war das. Die Achsen sind dran. Akkublock hat seine Schuldigkeit getan. Das Modell kommt weg. Wir bauen jetzt Unterboden. Glaube ich jedenfalls. Achso. Dich bauen wir nicht, noch nicht wieder an. Wir bauen dich nur wieder mal so, dass du symmetrisch bist. Wie gesagt, das ist die schöne transparente Motorabdeckung. Bei dem ganzen Gedöns ist mir hier auch das Gummiband abgefallen. Das können wir alles später wieder dran bauen. Aber das hängt halt hier an ein paar, an drei Noppen. Und nee, das geht ja gar nicht. Also gut, für meinen Blutdruck ist das nicht, was ich hier mache. Egal. Ein dunkelgrauer. Och, der wieder von innen in den Rahmen. Aber das ist das Interessante. Ich nenne die ja immer hier, weil ich den keinen anderen Namen dafür habe. Ich nenne die ja immer Nemesis, weil das die Teile sind, mit denen ich sonst immer unheimlich auf Kriegsfuß mich befinde. Die gehen wie Lötkolben Butter in die Pinholes. Das finde ich sehr interessant. Wo ist denn das Kappen?
muss mir mal eine professionellere Verkabelung ausdenken. So, hier so Rücken, Schulter. Aber kann ja nicht sein, dass hier irgendwas professionell ist. Gut, das dadurch. Das war der Schritt. Ein schwarzer Fünfer Liftarm. Jo. Achso, das war jetzt schon wieder. Jetzt fangen wir wieder was Neues an. Wieder Pins von innen nach außen. Immer wieder spaßig. Großes Panel. Und nee, nach außen. Okay, das sauber entgratet, Leute. So, jetzt kommt so ein 90 Grad Pinhole-Versatz. Drei schwarze Pins, ein Noppenpin und ein Nemesis-Teil. Pins von innen. Mann, oh. Einer da. Der da. Der da. Und, warte mal, richtig halten. So. Und die ganze Geschichte. Da dran. Pin einer Liftarm. Wo habe ich die einer Liftarm? Das war einer von sieben. Der kommt dahin. Das heißt, ich brauche noch sechs weitere. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und zwar 1. Elber. Elber. Fünfer. Ne, 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 ne. Ja, doch, das ist schwarz. Fünfer. Nee. Wieso ist der hier? Sag ich doch, dunkelgrau. Das ist nämlich das Tückische mit dem Verblassen. Ein verblasster Schwarzer sieht aus wie ein dunkelgrauer. Also, der ist dunkelgrau, weil er verblasst ist. Der ist dunkelgrau, weil er neu hinzukommt. Und hier sieht man beides kräftig zusammengebaut, dunkelgrau und schwarz. Deswegen war ich. Das hat, wie ich darüber gestolpert bin, ich habe noch einen schwarzen und jetzt noch einen dunkelgrauen oder eben zwei. Und ich gehe davon aus, ich baue das Ganze spiegelverkehrt nochmal. Und dann wäre es unlogisch, wenn ich einen zweiten schwarzen und dann habe ich keinen schwarzen mehr, aber zwei dunkelgraue. Also war ich mir, deshalb dachte ich mir so, halt, stopp, da stimmt was nicht. Manchmal klappt das auch mit dem Denken. Habe ich wieder nicht vorher die Teile gezählt. Das heißt, ich muss jetzt unheimlich aufpassen, dass ich die richtige Anzahl Teile wirklich verbaue.
dass das Ergebnis wirklich so ist, wie es sein soll. Das sieht doch schon wieder scheiße. Ich schieb's mal auf den Knick hier, dass ich nicht auf meinen Knick in der Linse. Und das ist nicht angenehm, weil die Pins gehen doch deutlich schwerer als Lego-Pins. So. 1, 2, 3. Genau. Jetzt kannst du dahin. Und der kommt dahin. Dann kommt das Ganze. Dahin. Immer noch nicht fertig. Jetzt kommt der 13er. Sechs. So, gucken. Vorletzter, ein freilassen, ein freilassen. Andere Seite. Ans Ende, zwei freilassen. Gegenüber ein freilassen und dann sind wir hier wieder da angekommen. Und diese Geschichte kommt dann hier dran. Wir sind immer noch nicht fertig. Wir kommen zu dem. Habe ich jetzt wieder was vergessen? Oder warum liegt der hier rum? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass es hier bei der Aktion eben durcheinander gegangen wäre. Wir machen mal einen Optikvergleich. Wir haben die zwei Pins, wir haben die drei Pins. Den, den. Das sieht soweit gut aus. Gut, machen wir erstmal das hier. Wir brauchen einen davon. Und drei schwarze Pins. Zwei von unten, ein von oben. Und die Konstruktion kommt hier hin. Noch ein 13er. Acht Stück. Also. Ich erinnere mich, ich hatte mich gefragt, wieso habe ich so viele von diesen Noppenpins? Eins, zwei, ein freilassen. Ne, drei Stück, ein freilassen, zwei Stück. Ach so, ja, wir lassen natürlich überall da etwas frei, wo ein Pin durchkommt. So ziemlich. Da kommen bestimmt Fliesen drauf. Würde ich mal so spontan tippen. Und Zweier mit sowas. Weil da schon ein Pin drinne ist und schon haben wir hier noch eine Noppe. Was für ein Monster. Der soll da in die Pins. Gut. Wo man von Fliesen spricht. Oh, ich liebe es. Sie schreiben dran, welche Fliesen das sind. Herrlich. Also in der Anleitung schreiben sie dran, welche das sind. Ich muss natürlich selber hier rausfinden, welche das hier sind, aber das geht ja. So, von vorne nach hinten, einmal 3, einmal 6, einmal 8. Und wir haben eine Kante hier vorne, ist noch nichts, aber kommt vielleicht noch. Und diesen ganzen Trumm bauen wir jetzt an. Okay. Ach,
Da unten. Ich denke gerade, wo ist das denn? Das ist da unten. Da unten ist ein Pin. So, jetzt ist die Frage, sind wir denn wieder on? Ich lade mal den Stream Manager neu. Und der Stream Manager sagt irgendwas mit minus 30. Und bin ich da auch zu hören? Da passiert irgendwie nichts. Oder passiert da was? Höre ich mich? Doch, da passiert was. Es kann weitergehen. Gut. Ja, dann würde ich sagen, war das mal wieder ein richtig schöner. Das ist das zweite Mal heute Abend. Das heißt, das schreit nach Maßnahmen. Das schreit nach Maßnahmen. Habe ich zwar überhaupt keinen Bock drauf, mich jetzt um unsere Internetverbindung zu kümmern, aber gut. Ich gehe jetzt mal davon aus, ich streame wieder. Das wird wieder lustig. Gut, ich hatte das gerade angebaut. Ich weiß natürlich nicht, wie weit der Stream das gesehen hat. Also wir haben jetzt sozusagen hier die eine Hälfte. Und ich dachte, wir bauen jetzt die andere Hälfte. Nein, wir bauen nicht die andere Hälfte, wir bauen Gedöns. Ich lege das mal zur Seite. Oh, zack, es sind auch wieder fünf Zuschauer da. Das ist fein, die fein. Wir brauchen Teile. Wir brauchen Imsen hier. Wir brauchen natürlich einen Rahmen. Wir brauchen ihn hier. Wir brauchen einen Zweier-Liftarm, aber mit Pinhole und Axle-Hole. Wir brauchen ein schwarzes Nemesis-Teil. Wir brauchen drei. Wir brauchen vier. Wir brauchen dich. Habe ich jetzt alles? Ach nee, wir brauchen noch dich. Und jetzt wird's lustig. Wir brauchen Metallica. Und zwar so einen. Und den habe ich auch schon gefunden. Wie praktisch. Okay. Was sollen wir denn machen? Nemesis. Es ist irgendwie nicht der. Moment. Also. Ich bin etwas verwirrt, weil hier ist irgendwie, tja, also, einer von den schwarzen Pins kommt hier hin, aber einer von den Noppenpins kommt offensichtlich dahin, ohne dass es so richtig in der Anleitung gezeigt wird, weil nicht rot umrandet. Okay. Ein Pin kommt hierhin, kommt es daran, der soll so, da kommen die anderen Pins, Pin-Noppen-Pins rein, die ganze Geschichte kommt hierhin. Okay. Und der kommt hier hin. Eine merkwürdige Konstruktion. Nichtsdestotrotz wird diese Konstruktion jetzt
so befestigt. Und das ist jetzt dieser, das ist hier die Geschichte, die ich meinte. Hier kommen die Kabel hin. Ne? Hier, durch diesen Rahmen. Und ich dachte ja durch den Rahmen. Nee, hier kommt es hin. Aber gut, das lassen wir erstmal so. Ich bin gerade wieder ein bisschen, doch, Stream scheint zu laufen. Stream Manager sagt, Stream läuft. Ich bin auch da zu hören. Es sind auch irgendwie 5 Zuschauer. Okay. Nehmen wir mal alles so zur Kenntnis. Was nü? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. 1, 2, 3, 4. Ich weiß nicht, ob ich die andere Seite auch noch bauen soll. Aber gut, wir gucken hier. Oh Gott, jetzt sollen wir wieder mit Fliesen und ich glaube, das baue ich und dann lege ich es zur Seite. Weil an einem, sag ich mal, so frühen Zeitpunkt schon alles mit Fliesen zu verkleiden, halte ich persönlich für nicht sinnvoll. Aber gut. Einmal 6, einmal 3. Schreiben Sie bei den Fliesen dran. Also einmal 3, einmal 6. 2 silberne Studs. Ich möchte, dass du liegst, damit du nicht wegrollst. Eine quadratische, 2 halbrunde, die eine abgeschrägte Slope links, eine abgeschrägte Slope rechts, eine Slope gar nicht abgeschrägt. 2 schwarze Einerfliesen, 2 schwarze Jumperplates. Haben wir jetzt alles? Die und die. Weil diese schwarze, seht ihr das? Nee, das ist hier da. Die Sachen, die da noch fehlen, die jetzt noch hier drinne sind, das sind die für die andere Unterkleidung. Gut, jetzt bauen wir das mal. Aber wie gesagt, ich baue es noch nicht an das Modell an. Also, da sollte er hin. Ach doch, der ist tatsächlich asymmetrisch. Ah, war ich kurz irritiert. Okay. Da kommt dunkelrot, dunkelrot, dunkelrot. Daneben kommt schwarz. Warte mal. Kannst du dich ein bisschen drehen, du Fliese? Ginge das, dass du dich ein bisschen. Naja, das ist ja. Hier kommen die, bilden die so ein. Ne? Wisst schon was, die bilden? Ach, die kommen hier auf die Jumper Plates oben drauf, die silbernen. Da kommt der drauf. Da kommt. Ach so. So. So, und das Ding kommt jetzt eigentlich hier drauf, aber da habe ich gar keinen Bock drauf. Das kommt schön zur Motorabdeckung. Genau. So, jetzt käme oder kommt auch, ja, wie soll ich das beschreiben? Das Armaturenbrett, Cockpit, Display, Navi, irgend sowas in der Art. Davon. Drei davon. Die Fliese hier, die hatte ich eben schon in Augenschein genommen. Okay. Achso, jetzt muss ich hier unten gucken. Das Modell rutscht mir hier nur vom Tisch.
Gut, du kriegst ein Rot, ein Blau da, ein Blau da und ein in der Mitte. So. Oben juckeln wir. Ach ne, da juckeln wir erstmal den mit dem und den mit dem. Dann juckeln wir die Achse hier oben durch. Da geht der durch. Hier kommt der drauf. Da kommt auch so einer. Und an einer einzigen Noppe hält sich jetzt hier dieses. Was ist euer Ernst? An einer einzigen Noppe soll sich das Ding festhalten und soll dann eigentlich auch noch nach oben zeigen? Oder wie stellt ihr euch das denn vor, ihr Honks? Na gut, vielleicht, wenn der gleich fixiert ist, aber auch die bauen wir jetzt noch nicht an. Da soll ein Aufkleber drauf mit einem Weltkugel, whatever. So, jetzt ist nur die Frage. Das soll. Die Pins sollen da und die Pins. Hat geklappt. Okay, wie gesagt, hier soll. Ach so, der stützt. Ah, wenn das andere da ist, dann stützt sich das da dran ab. Also wenn ich den jetzt anbauen würde. Wir machen es so. Ich baue ihn an, wenn er einmal abfliegt, bleibt er ab bis zum letzten Augenblick. Wenn ich dieses Gewackel hier schon wieder sehe. Ich muss noch mal kurz was gucken. Hätte da noch irgendwas rausgucken sollen? Nee. Weil das sieht so aus, als wenn da eine Verbindung hin könnte, aber das geht nicht, weil man den ja von oben. Nee, geht nicht. Na gut. So, und wenn ich dann nämlich hier die Fliese dran setze, dann kann das Ding nur noch ein bisschen hin und her wackeln durch das, was da unter ist. Aber sorry, das ist doch. Na, wir lassen es dran, wenn es abfällt, mache ich es wieder ab. Gut, weiter im Text. Täusche ich mich oder? Jetzt steht der Stream doch schon wieder. Das muss ich jetzt nicht verstehen, ne? Okay. OBS sagt, er streamt. Stream Manager. Ach, wahrscheinlich ist das auch veraltet, weil wahrscheinlich müsste ich den Stream Manager auch mal irgendwie aktualisieren. Aber der Stream Manager sagt nach dem Reload 6, 5, 5, 6 Zuschauer. Und er sagt, ich bin live. Aber eben habe ich das Gefühl, das Bild steht. Das macht das. Ja, gut, wir packen das ganze Gebaute zur Seite und bauen die andere Seite und dann war es das auch. Oder mache ich jetzt Schluss? Ich muss rechnen, weil ja morgen andere. Also 22. Doch, ich habe noch Zeit. Weil, ne, mal kurz. Kurz im Kopf. Die sozusagen den Abendablauf durchplanen. Nicht, dass ich plötzlich hier sitze und denke so, oh, ich wollte schon eine halbe Stunde schlafen. Okay, aber nichtsdestotrotz muss man jetzt hier, ups, am Ball bleiben. Jetzt steht schon. Getreu dem Motto, aller guten Dinge sind drei,
Versuchen wir es jetzt nochmal. Das war jetzt irgendwie ein ganz kurzer Ausfall. Ich wollte gerade in der Fritzbox gucken. Achso, ich musste den Ton hier ausmachen, weil der hinkt nun deutlich hinterher. Also, das macht mich hier echt wahnsinnig. 21:30 Loss, Verbindung, 21:30, 16 Sekunden. IPv6 wurde getrennt, nicht mehr Dingsdats. Internetverbindung wurde getrennt. Und 11 Sekunden später wiederhergestellt. Alter, was ist das denn? Egal. Ein Königreich, also wenn das so weitergeht, ich habe ge schon mir Gedanken gemacht, ich wollte es nie machen, aber wenn das so weitergeht hier mit der DSL-Leitung, dann hole ich mir über Vodafone, übers Kabelfernsehnetz Internetverbindung, weil das geht mir so dermaßen auf den Zeiger. Und O2 sagt, ja, nee, liegt nicht an uns, liegt an, ja, ihrer Fritzbox. Und das zu beweisen, dass dem nicht so ist, dafür musste ich eine Fritzbox kaufen. Wüsste keinen anderen Weg. Okay, versuchen wir das hier fertig zu kriegen. Irgendwie werde ich dann spätestens morgen im Laufe des Tages werde ich dann mal die Fritzbox so richtig, wie man das immer machen soll, vom Netz, von allem einmal trennen. Und vielleicht hilft das was. Also morgen ist wieder Podcast-Aufnahme und da habe ich gar keinen Bock auf so eine wackelige Internetverbindung. Da habe ich gar keinen Bock drauf. So, du kommst dahin. Dahin. Noch ein Rahmen. Innen nach außen. Innen nach außen. Den können wir von außen nach innen machen. So, diesmal mache ich das bitte gleich richtig. Was kommt der? Der kriegt. Kriegt er denn nicht einen Noppen? Ah, das kann ja sein, dass es asymmetrisch ist. Okay, also sind wir mal ein bisschen vorsichtiger. Nicht aus dem Gedächtnis bauen, sondern ordentlich bauen. Der kommt dahin. Sieben Zuschauer. Also. Kann irgendwie alles nicht sein. Stream steht. OBS sagt, Verbindung ist futsch, dann ist sie wieder da. Ich bin ja gespannt, wie viele Streams das nachher sind. Die darf ich dann alle nämlich mühsam ja, zusammen basteln. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich hier nicht zu sehr aus dem Konzept bringen lasse. Aber das sieht gut aus. Der 11er. So, da habe ich vorhin falsch gebaut. Guck, jetzt schiel jetzt mal mit einem Auge auf den Bildschirm da hinten, ob da das Video noch läuft oder nicht. Hier ist grün. Hier ist es. Ein Danke, ein Plateringe, da habe ich gar keinen Bock drauf. Gar keinen Bock. Das darf ich dann wieder alles zusammenschneiden. Gucken.
Schon wieder mit der Maus. Die Anleitung weiterblättern hatten wir heute auch noch nicht. Einblauen. Schwarz. 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 Stimmt schon wieder nicht. Blöd, das ist auch ein 13er, ne? Also, da kommt der blaue hin. Zwei freilassen, einer von der anderen Seite. Da. Ich hätte